Hallo und herzlich willkommen zurück. Mysteriös, mysteriös geht's hier zu. Der König ist verschwunden. Aber ich glaube, der hat trotzdem hier mit dem ganzen Kram was zu tun. Das kann mir doch keiner. Nein! Das fängt ja mal wieder gut an. Mal wieder sehr gut. Aber hey, es ist ja nur ein Raum. So. Jetzt haben wir wirklich das ganze Schloss zum Durchschauen. Eieiei. Dann wird es noch wichtiger, die Items von der Hexe zu bekommen. Waffen haben wir noch genug. Wir haben auch noch zwei Unverwundbarkeitstränke. Ein Heiltrank. Ja, das geht doch. Und 1100 Gold. Nein! Es entwickelt sich langsam zu einer Tradition. Es bleibt schon stehen. Okay, so funktioniert's nicht. Entweder sind die stärker geworden oder ich stelle mich echt an wie der letzte. Ich muss die von hinten erwischen, ganz klar. Sonst wird das nichts. Die stehen da zusammen. Das ist echt doof. Ja, komm her. Ein bisschen abwarten. Ja, du, komm, ja, komm her. Bleib am besten hier stehen. Geht doch, mein Gott. Ich hoffe, ihr seid noch da. Ihr habt noch nicht abgeschaltet. Man weiß es nicht. Ja, ein Heiltrank. Okay. Nehme ich mal hier so eine Unverwundbarkeitstrank. Ich wollte schon Potion sagen. Ja, rechnet sich so halb. Besser wären natürlich Räume, wo es auch gleich noch neue Unverwundbarkeitstränke gibt, aber. Ich glaube, das ist etwas viel verlangt. Ah, ja, jetzt wollen sie es hier aber wissen. Ganz schön viele Gegner am Anfang. So, und was gibt es hier? Nur Münzen. Damit hatte ich schon fast gerechnet, von daher, was soll's? Aber ich möchte gerne noch mal kurz schauen, was es denn da oben gibt. Scheinbar nichts. Auch gut. Dann auf zum nächsten Raum. Das sind jetzt aber echt irgendwie andere Räume oder liegt das nur an der Farbe? Ui, zwei Schlüssel. Ah. Das ist ja jetzt echt. Ja, komm, nehmen wir. Schlüssel sind wirklich Gold wert in dem Spiel. Aber jetzt haben wir keinen Trank mehr. Und was bedeutet das? Wir können nicht mehr nach unten. Ich meine, wir können schon, aber. Ich glaube, das wäre jetzt nicht so erstrebenswert. So, nee. Ich dachte, vielleicht wird es da noch was geben, aber nee. So, wie sieht's denn aus? Brauchen wir uns wenigstens keine Gedanken mehr machen, wo irgendwie eine Wand ist, wo wir nicht mehr weiterkommen würden. Ach nee, 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 geht ja nicht. Mach das schon automatisch. Na, hier war nix. Oh, da war nix. Die Räume lasse ich dann mal so.
Dann decke ich die im Keller noch nicht auf. Ja, ich könnte jetzt unten beim Piranha lang, aber ich will gerne wissen, ob es hier noch irgendwas gibt. Vielleicht. Aua! Ach, verflucht. Habe ich wieder nicht gesehen. Kann man vielleicht hier irgendwie. Nee. Dann müssen wir bei dem Piranha hier lang. So, da geht's nach unten. Moment. Nee, da waren nur Stacheln auf der Seite. Da oben sind wieder solche ganz tollen Flederschweine. So, und hier. Das ist echt Segen mit so einem Skimitar. Ich murks euch alle ab. Und dich auch. Und dich sowieso. Nee, ach, du kannst da ruhig bleiben. Willkür lässt grüßen. So, da ist wieder so ein verkappter Magier. Da waren Stacheln, die habe ich schon gesehen. Wow, das war mein Timing. Echt nur eine Münze, so ein langer Weg und dann nur eine Münze. Ah, ihr seid doch knausrig hier. Ja, fuchtel du da nur mit deinem Dolch rum. Ja, zwischendurch mal springen. Dann klappt das auch. Mit dem Skelett und nicht mit dem Nachbar oder Nachbarin. Bogenschütze erledigt, da ist schon mal ein Fass. Checkpoint. Ja, der ist nicht schlechter. Damit kann ich durchaus leben. So, die Schlange. Da oben ist eine Art Gold. Jede Goldmünze zählt. Hexe. Endlich. Ja, wir sollten immer ein paar Schlüssel mitnehmen. Ja, ich möchte was kaufen. Und zwar möchte ich hier eins, zwei, nein. Moment, hat er zwei gekauft oder eins? Ach, nur ein. Ja, wieder das mit dem Kompass. Ich möchte doch einfach nur so zwei, drei, vier Potions kaufen. Wenn ich so wechsle, dann geht das. Ach nee, der wechselt automatisch unten auf den Exit-Knopf, oder wie? Okay, dann ist es mein Fehler. Gut, dass ich das nach 30 Folgen auch mal merke. Aber hey, besser spät als nie. Dann können wir jetzt nochmal schön zurückgehen und die Keller abgrasen. Den Keller abgrasen. Da sind ja ein paar Räume, aber okay, das nehme ich jetzt mit. Wenn ich schon 200 Gold für Potions ausgebe. Aber da ist so ein blöder. Blöder. Was? Der hat Pi einmal getroffen? Und dann tschüss, oder wie? Ey, nee. Ja, bleib du da nur mal. Wow. Wow. Wie viel Schaden macht der denn? Das ist ja unmöglich. Fahren jetzt hier die richtig schweren Geschütze auf, oder was? Wow.
Ich war schon kurz davor zu springen, aber da dachte ich mir, ich traue dem nicht. So, hier lang, da lang, dann von mir aus auch da oben lang. Dann hier wieder runter. Ja. Und hier rüber. Wunderbar. Es geht doch. Ja, und hier können wir dann auch gleich runtergehen. Passt ja. Ui, nur Münzen. Theoretisch würden wir da die Potion wieder rauskriegen, weil Potion kostet 50 Gold, da unten waren schon mindestens 60. Aber nee, das ist zu wenig. Das ist mir doch echt zu wenig. Da muss schon richtig was bei rumkommen. Auch nur Münzen. Ey, jetzt sag mir nicht hier, da sind nur Münzen. Dann werde ich aber, dann kündige ich den Job als Ritter. Dann kann der König sehen, wo er bleibt. Ich traue dem eh nicht. Ich weiß nicht, aber was der so im Verlauf immer so gesagt hat und so, das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, ich finde den schon verdächtig. Vielleicht geht's nur mir so, aber okay, es wären scheinbar insgesamt nur 60 Gold gewesen. Und für 10 Gold plus? Nein. Nein, nein, nein. Ich bin zwar ein Lipper, aber nein. Das ist mir dann doch zu kleinlich. Auch nur Münzen. Wow. Dann habe ich vorhin Heiltrank an den einen Gegner verbraten, an den Zauberer. Habe jetzt wieder den Heiltrank raus und das war's, oder wie? Das gefällt mir mal überhaupt nicht. Auch nur Münzen. Yay. Aber es kommen ja noch ein paar Räume. Da wird doch wohl irgendwann noch mal was Vernünftiges bei sein. Kann mir doch keiner erzählen. Jetzt, ja, ich wollte gerade sagen, jetzt, wenn ich komme, drehst du dich um, ne? Natürlich. Meine Erzfeinde. Okay, jetzt nicht mehr. Mit so einem Säbel. Sind das nicht mehr meine Erzfeinde? Die Flederschweine, die Feinde. Reim dich oder ich fress dich. Ich wollte, ja, ich bin auch plemplem. Ich dachte gerade, wie soll ich denn da hochkommen, obwohl da ich da auf der Leiter war. Also manchmal frage ich mich echt, was ist denn nur mit mir los? So, da sind solche Dinger, da oben sind keine. Oh, da sind welche. Oh. Doch, das geht. Es geht. Da sind welche. Okay. So, ich könnte natürlich auch so fallen. Dann wäre das alles eine ganze Ecke fixer. Auch nur Münzen. Halleluja. Ich habe jetzt 1 Milliarde. Unverwundbarkeitstränke, aber da gibt's unten gibt's nichts mehr. Das ist ja echt. Egal wie man es macht, es ist immer falsch. Es ist doch so ein. Oh, ich habe jetzt nicht aufgepasst, aber da unten sind noch welche. Ja, habe ich gesehen. Ich wollte gerade sagen, Checkpoint wäre nicht schlecht, aber ich bin ja noch nicht wieder so weit, dass ich wirklich sagen könnte, hey, hey, was sollte das denn werden, du Blob? Da
Da oben ist auch nichts. Münzen, Münzen, Münzen. Wie viel sind das jetzt noch? Ja, haben wir noch nicht mal die Hälfte. Also ich bin da noch guter Hoffnung, was das angeht. Nehmen wir auch ruhig mal hier einen Schlüssel. Und was hast du Tolles im Angebot? Ja, das kennen wir auch. Dam, da, dam, dam, da, dam. Ich würde jetzt doch mal zu einem... Ja, ich nehme mal so ein Schild mit. Aber auch nur so ein Schild. Dann sterbe ich auch nicht wieder so schnell. Yay, Münzen. Das ist ja echt spaßig. Nein, nicht wirklich. Aber hey, ich kann ja so tun, als ob. Nee. Da will ich auch nicht hin. Käse. Hast du denn jetzt mal was zu sagen? Wir sind hier schon auf Level 10 des Schlosses. So. Hast du King Lukas getroffen? Ja, nee. Ja, nee. Ist das gleiche wie immer. Da rechts ist ein Fass, das hole ich mir. Zwei Schlüssel. Wie viel habe ich denn? Ich habe noch einen, ja. Halt, falscher Knopf. Dann hole ich mir mal die zwei Schlüssel. Das sind dann 60, 80, 100 Gold, die wir hier insgesamt kriegen. Und 50 Gold kostet so eine Potion. Mann, wie fange ich schon an zu rechnen? Ich will hier nicht zum Finanzgenie mutieren. Checkpoint! Wuhu, das ist super. Weil, das heißt nämlich, wir machen an der Stelle hier eine Pause. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr denn über meine drei Tode am Anfang hinausgekommen seid und euch das weiter angetan habt. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da und schreibt einen netten Kommentar. Ich freue mich über jeden Kommentar und bis bald!